Wir stehen vor großen Herausforderungen. Man sagt, es gibt zwei Arten von Unternehmen. Die einen sind gehackt worden, die anderen wissen es nur noch nicht. Das Weiße Haus, das Pentagon, der Deutsche Bundestag, alle sind gehackt worden. Die Schäden durch Cyberkriminalität explodieren. Sie liegen in der Höhe von 1 bis 3 Billionen pro Jahr. Das wird noch mehr werden. Und folglich braucht man unbedingt Lösungen und jetzt hängt es hier fest. Da kann man natürlich verstehen, wenn man sich irgendwie abschotten möchte. Aber die Sache ist natürlich wesentlich komplizierter. Wir erleben den perfekten Sturm. Innerhalb von nur wenigen Jahren haben wir plötzlich Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing, Robotik, 3D-Printer, Virtual Reality, Internet of Things, Blockchain-Technologie und das ist noch nicht alles. Jede dieser Technologien wird Business-Modelle durcheinander wirbeln, genauso wie die Institutionen herausfordern. Es wird sich das Finanzsystem ändern, die Wirtschaft, die Politik und sogar die Religion wird herausgefordert, wie wir nachher sehen werden. Wir stehen mitten in einer großen Transformation. Und hier kann man nur vergleichen mit der industriellen Revolution. Es dauerte mehr als eine Generation, bis man sich wieder davon erholt hatte. Das ist aber nicht das erste Mal, dass die Menschheit so etwas erlebt. Allerdings ist es so, dass diese Transformationen bisher nie glatt abgelaufen sind. Es kam immer mit Finanz- und Wirtschaftskrisen und mit Revolutionen und Kriegen. Das müssen wir diesmal besser hinkriegen. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und wir dürfen nicht versuchen festzuhalten am alten System. Es wird unter Garantie etwas Neues kommen. Es ist wie ein Geburtsprozess und man muss loslassen können, damit das gut geht. So, jetzt zunächst einmal zu diesen Dingen, die Sie in den Hochglanzprospekten lesen und die Ihnen die Lobbyisten natürlich auch erzählen. Ja, wir leben natürlich im Big Data Zeitalter, keine Frage. Große Chance. Man sagt, Data is the new oil. Jetzt sind die großen IT-Unternehmen noch vor den Öl-Companies. Das heißt, irrsinnige Milliardenbeträge können hier verdient werden. Und die digitale Revolution kommt natürlich auch einher mit künstlicher Intelligenz. Innerhalb der nächsten 20 Jahre etwa erwartet man superintelligente Systeme. Und das fordert natürlich den Menschen heraus, diese Automatisierung. Ich habe schlechten Kontakt, wenn Sie vielleicht das ein bisschen verbessern könnten. Also künstliche Intelligenzsysteme können heutzutage in vielen Fällen Fragen besser beantworten als Menschen, jedenfalls die Fragen, die schon eine Antwort haben. Und mittlerweile ist es so weit, dass Google DeepMind die besten Go-Spieler besiegt hat, also nicht nur Schachspieler. Go ist ja ein sehr kompliziertes strategisches Spiel und das ist nun so, dass die Algorithmen von selber lernen können, dieses Spiel zu spielen und Menschen zu besiegen. Jetzt wird behauptet, wir hätten künstliche Intelligenz, die jetzt alle Menschheitsprobleme von selber lösen kann. Und die Behauptungen gehen sogar noch weiter. Es wird gesagt, die Geschichte wird nicht mehr von Menschen dominiert. Das ist im Grunde genommen die Entlassungsurkunde für uns alle. Natürlich ist das etwas übertrieben, aber es wird schon darüber gesprochen, ob wir nicht die Gesellschaft bald wie eine riesige Maschine steuern können. Und dazu entwickelt Google im Grunde genommen ein Betriebssystem. Man möchte den Staat neu programmieren, das heißt ein Betriebssystem für die Gesellschaft und auch IBM ist daran und Facebook ebenso. Und diese Unternehmen, die fordern also den heutigen Staat und auch die heutige Demokratie heraus. Larry Page von Google sagte zum Beispiel, es gibt viele Dinge, die wir gerne tun würden, aber leider nicht tun können, weil sie illegal sind. Oder hier Peter Thiel sagte, wir befinden uns in einem tödlichen Rennen zwischen Politik und Technologie und er meint, die Technologie müsste gewinnen und die Politik müsse abgeschafft werden. Ein weiteres Zitat, Demokratie ist eine veraltete Technologie, wird behauptet.
und man müsse jetzt was Neues machen. Ja, man spricht von kreativer Zerstörung, nicht nur von disruptiver Innovation. Und da gibt es natürlich auch Diskussionen darum, ob das alles nun gut ist für die Demokratie. Nicht nur Google, auch Facebook und viele andere Unternehmen stehen dann natürlich in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Und insbesondere geht es hier um personalisierte Informationen, mit der in der Aufmerksamkeitsökonomie unsere Aufmerksamkeit gesteuert wird, aber auch unsere Emotionen, unsere Meinungen, Entscheidungen und Handlungen beeinflusst werden. Und das Ganze einfach klicken, wenn ich hier versuche voranzukommen. Das Ganze möchte man auch in der Politik nutzen. Es wird also versprochen, dass man wirksamer regieren könne. Der Empfänger ist einfach nicht erreichbar. Und es gab gerade einen neuen Nobelpreis für Nudging an Richard Thaler. Soll sie wahrscheinlich ermutigen, diese Technologie zu benutzen. Es wird gesagt, die Menschen sind einfach zu emotional und zu fehlbar. Wir haben Schwächen. Diese Schwächen hängen natürlich damit zusammen, dass unser Gehirn nur 100 Watt benutzt, also so viel wie eine Glühbirne, während diese künstlichen Intelligenzsysteme von Google und anderen ein kleines Kraftwerk brauchen, damit sie überhaupt betrieben werden können. Also unfairer Wettbewerb im Grunde genommen, aber es wird davon gesprochen, man müsse die Verbraucher erziehen, um die Weltprobleme zu lösen. Es wird uns jetzt der freie Wille abgesprochen und es geht um die Verhaltens- und Gesellschaftssteuerung aus der Perspektive einiger dieser Unternehmen. Und das muss man schon kritisch sehen. Ein weiteres Buch von Richard Thaler ist nämlich dieses. Titelbild spricht für sich, das heißt, jedem wird ein Platz zugewiesen und wehe, man nimmt den nicht ein, dann muss das korrigiert werden. Ja? Dieser Vogelschwarm ist wie ein Kristall, wie ein Gleichschritt. Und hier geht es also aus meiner Sicht tatsächlich um Gleichschaltung. Man sieht hier solche Bilder nicht sehr selten und ich höre auch Leute, die genau in diese Richtung ziehen, diese Gleichschaltung auf den Weg zu bringen. Insofern ist es interessant zu sehen, wie Kasanstin, der Co-Autor von Richard Thaler, von diesem Nudge-Buch heutzutage publiziert. Er spricht von der Ethik der Beeinflussung und macht sich, wie Sie sehen können, große Sorgen über den Missbrauch dieser Technologien. Und als wäre es nicht schon genug, dass es diese Ziele gibt, die Gesellschaft zu steuern durch Kräfte, die nicht demokratisch legitimiert sind. Es wird sogar darüber gesprochen, jetzt künstliche Intelligenz als Religion anzumelden. Ja? Das hat zwei Vorteile. Erstens mal hat man da Steuervorteile, man wird ausgenommen von der Steuer und zweitens mal kann man sozusagen die Verfassung umgehen. Und das muss man insofern sehr ernst nehmen. Man kann Google durchaus nachsagen, dass sie quasi Gott jetzt digital zu bauen versuchen. Ja, sie versuchen überall präsent zu sein. Sie versuchen alles zu wissen. Sie versuchen immer mehr Einfluss zu nehmen auf das, was in der Welt passiert. Sie erzeugen künstliche Intelligenz. Also all diese Dinge, die im Grunde genommen Gott bisher zugeschrieben wurden, sagt ja schon, die Religion wird herausgefordert. Und sie möchten Herr über Leben und Tod sein. Das heißt, es geht darum, uns unsterblich zu machen, aber in einer angeblich überbevölkerten Welt bedeutet das natürlich, dass andere früher sterben müssen. Das heißt, irgendjemand muss dann entscheiden, wer früher sterben muss und wer weiterleben darf. Ja? Also über diese Dinge muss man wirklich kritisch reflektieren. Es ist hier wirklich der Griff nach der Macht im Gang. Und was noch gefährlicher ist, glaube ich, als der mögliche Missbrauch der Technologie, ist, dass sich das nun als Ideologie verselbstständigt. Transhumanismus, hier kommen wir am Ende nochmal darauf zurück. Und ich bin nicht der Einzige, der diese Entwicklung aufmerksam verfolgt. Es gibt auch andere Bücher, die ich Ihnen empfehlen möchte. Und auch Homo Deus. Also es geht wirklich darum, dass der freie Wille und auch die Demokratie im Grunde genommen herausgefordert werden, auf dem Prüfstand stehen.
Und jetzt verstehen Sie vielleicht Elon Musk besser, wenn er sagt, künstliche Intelligenz ist vielleicht die größte existenzielle Bedrohung der Menschheit. Falls Sie sich ein bisschen einlesen wollen, einstimmen wollen, hier ein Science Fiction, dann können Sie sehen, wie das ausgehen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Ja? Ich werde nachher noch sehr positiv über die Digitalisierung, also ich keine Sorgen, aber erstmal ein bisschen kritisch sein. Ja? Also es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, man könnte jetzt Städte und die ganze Welt automatisieren mit digitaler Technologie. Ja, IBM ist nicht das einzige Unternehmen in diesem Bereich, auch Google zum Beispiel. Aber es stellt sich heraus, diese Idee des wohlwollenden Diktators, der alles weiß und dann alles besser weiß und entscheidet und uns sagt, was zu tun ist, das funktioniert halt doch nicht so gut. Und interessanterweise liegen die lebenswertesten Städte nicht in den führenden IT-Nationen. Das heißt, man hat in diesen IT-Nationen bisher offensichtlich nicht verstanden, was Lebensqualität ausmacht. Da geht es nämlich um Entfaltungsmöglichkeiten. Und entsprechend ist halt dieser Workshop erbracht mit den Vertretern von Industrie, von Smart Cities und auch Homeland Security. Man kam zu dem Ergebnis, diese automatisierten Ansätze funktionieren einfach nicht. Das fängt schon viel früher an. Je mehr Daten man hat, desto mehr Muster sind auch in diesen Daten zu finden, auch durch Zufall. Und viele von diesen Mustern, die haben nichts zu bedeuten oder können einen in die Irre führen. Zum Beispiel dieses Schokoladenkonsum und wie viele Serienmörder es in einem Land gibt. Ja? Also Sie ahnen schon, wir würden sehr gefährlich leben in der Schweiz, wenn das tatsächlich ein kausaler Zusammenhang wäre. Ist natürlich nicht der Fall und es gibt viele von diesen Beispielen. Insofern muss man wirklich aufpassen, was man für Schlussfolgerungen macht. Google Flow Trends war mal das Vorzeigebeispiel für Big Data Analytics. Das wurde mittlerweile vom Netz genommen. Und da sieht man also auch, dass es gar nicht so einfach ist, diesen neuen Rohstoff zu destillieren aus Daten, Informationen, die nützlich ist und daraus wiederum Wissen zu extrahieren. Und ähnlich war das mit 23andMe. Die US-Gesundheitsbehörde hat es zunächst vom Markt genommen, denn wenn sie ihre Genprobe diesem Unternehmen geschickt haben und dann zum Vergleich noch einem anderen Unternehmen geschickt haben, da gab es zum Teil unterschiedliche Prognosen über die Krankheiten, die sie bekommen werden, woran sie sterben werden. Das war also nicht zuverlässig. Also Big Data ist insofern eine Kunst, da braucht es doch mehr Wissenschaft, als man denkt. Und mit künstlicher Intelligenz ist nicht viel besser, denn das funktioniert im Grunde genommen wie eine Blackbox und man weiß nicht genau, wie die Ergebnisse zustande kommen, die dann folgen. Und vor kurzem sagte einer dieser Google-Chefs, Forget Killer Robots, das größere Problem ist Bias und Diskriminierung und Manipulation. Ich weiß nicht, ob Sie das beruhigt. Ja, wenn das noch gefährlicher ist als Killerroboter. In der Tat ist es so, man hat es geschafft, diese Roboter zu manipulieren. Zum Beispiel dieser Tidebot von Microsoft wurde innerhalb von 24 Stunden zum Nazi. Also wenn man jetzt behauptet, wir Menschen sind dumm und die künstliche Intelligenz kann alles besser, dann stimmt es natürlich nicht, denn jedes lernfähige System wird Biases haben und ist manipulierbar. Insofern muss man tatsächlich auch aufpassen mit dieser Nudging-Technologie. Es hat mir noch keiner gezeigt, dass das wirklich zum Besten der Menschheit eingesetzt wurde. Und daneben muss man sagen, diese großartigen IT-Unternehmen haben die eigentlichen Menschheitsprobleme bisher nicht gelöst. Und dazu zählen Klimawandel, dazu zählen die Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise. Man spricht jetzt davon, dass die nächste Finanzkrise wahrscheinlich vor der Tür steht. Die wird noch viel größer sein als die letzte voraussichtlich. Dann geht es natürlich um Konflikte und Kriege, die uns Sorgen machen. Massenmigration, Terrorismus und all das hat eine Ursache. Das ist nämlich die mangelnde Nachhaltigkeit.
Wir überbeanspruchen Ressourcen. Das führt zu Ressourcenmangel anderswo und folglich bekommen wir eben all diese Probleme und sie kommen uns immer näher. Das heißt, wenn wir diese Probleme überwinden wollen, dann müssen wir tatsächlich dieses Problem bei der Wurzel packen. Das hat nicht nur Konsequenzen für die Wirtschaft, man rechnet also, das sind Aussagen vom Club of Rome, nicht nur in der Zukunft mit Wirtschaftskollaps, sondern auch Bevölkerungskollaps. Insofern ist es eine Frage, wo es um Leben und Tod geht. Das impliziert ethische Dilemmas und es gibt schon die ersten, die über die Verwendung von künstlichen Intelligenzsystemen zur Entscheidung über Leben und Tod und Euthanasie sprechen. Ja? Also insofern muss man sagen, seit dem 11. September ist einiges außer Kontrolle geraten. Der Zug ist vielleicht in Gleis, könnte man sagen. Nach dem Patriot Act wurde unglaublich viel Information gesammelt von den Geheimdiensten, aber auch von Unternehmen. Und wir sind gelandet in einem Überwachungskapitalismus, wo die Ungleichheit noch größer ist, was die Datenmengen und die insofern Wissen ist Macht, das daraus, die daraus resultierende Macht angeht, als die Ungleichheit bei Vermögen. Und wir werden auf Schritt und Tritt überwacht. Und darüber hinaus ist es so, dass wir in einer völlig neuen Art von Wirtschaft leben. Kann ich nochmal das Letzte haben? Bitte abspielen. Nee, das funktioniert so nicht. Also dann möchte ich einfach sagen, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Die knappste Ressource ist jetzt nicht mehr das Geld, sondern unsere Aufmerksamkeit. Und folglich wird um unsere Aufmerksamkeit Sekunden gerungen. Und die Botschaften, um uns zu erreichen, die werden immer extremer. Ja? Das ist natürlich etwas, was die Wirklichkeit unserer Gesellschaft destabilisieren kann. Und nun sind wir mittlerweile sogar in dieser sogenannten postfaktischen Welt angekommen. Die vorige Folie hätte das Zitat von Obama gezeigt, der uns nämlich noch davor gewarnt hat. Tut mir leid, wir wollten den Computer eigentlich hier vorne haben. Es ist auf jeden Fall so weit gekommen, dass die Internetinhalte, die Sie sehen und ich sehe, mit dem gleichen Link anklicken, nicht mehr unbedingt dieselben sind. Sie kennen das von der Flugbuchung, von der Hotelbuchung, aber das ist auch zunehmend bei Nachrichtenseiten so. Und man kann die YouTube-Videos, während Sie sie sehen, im Grunde genommen manipulieren, die Mimik verändern, den Inhalt des Gesagten verändern und folglich können wir uns eigentlich nicht mehr verlassen auf das, was wir im Internet finden. Also darüber hinaus ist es so, dass wir eigentlich alle auf so eine Art Psycho-Couch gelegt wurden, ungefragt. Crystal Knows hat uns analysiert und nicht nur das, teilt auch freimütig diese Informationen über ihre Persönlichkeit mit jedem, der es wissen möchte. Und das ist sehr detailliert, also ihre Charakterzüge sind aufgeschlüsselt. Ihre Aktivitätsmuster, also die Frage ist, müssen das wirklich alle wissen, wollen sie das oder muss man ja nicht letzten Endes auch regulativ eingreifen. Und während Sie Ihr Smartphone, Ihr Smartwatch verwenden, gehen viele von diesen Sensordaten auch durch Watson-Computer und versuchen zu erschließen, was Sie für Krankheiten haben könnten. Natürlich ist das nicht unbedingt richtig, was dabei herauskommt, aber haben Sie eine Ahnung, was man da für Dossiers für Sie anlegt und was da drin steht und wer Sie verwendet und für was? Also, da muss man auch genauer hinschauen. Also, es gibt jetzt Firmen wie zum Beispiel Axon Global, die sagen von sich, wir sehen das Big Picture, die ganze Welt. Und Sie sind bei uns quasi im Datensatz vorhanden. Darüber hinaus sind Sie sozusagen der Lieblingspartner von Homeland Security und Sie sagen, Sie haben die 64.000 soziale Medienplattformen im Blick. 64.000 und Facebook und Twitter sind nur zwei davon. Und Sie können eine Sicherheitsanalyse
Cybersecurity-Analyse machen lassen von Ihrem Unternehmen innerhalb von 72 Stunden. Dazu müssen Sie gar nicht das Passwort aushändigen, sondern die wissen das ohnehin schon im Grunde genommen, was passiert auf Ihrem Computer. Ne? Und den Vogel schießt dann Karma Police aus Großbritannien ab. Also das ist Predictive Policing, das Ihr ganzes Verhalten abbildet auf einen Citizen Score. Und auch wenn Sie Videos im Internet sehen oder Nachrichten anklicken oder Musik hören, das bekommt Plus- oder Minuspunkte. Das ist also sowas wie das digitale jüngste Gericht. Nochmal zurück, zwei bitte. Und insofern muss man schon warnen und aufmerksam sein. Ja? Es wäre möglich, eine Art digitalen Faschismus umzusetzen. Die Technologie ist längst da und insofern müssen wir aufpassen, dass sie nicht falsch genutzt wird. Man macht sie natürlich jetzt nervös mit solchen Sachen wie WannaCry und anderen Cyberangriffen. Und man sagt, gibt es jetzt irgendwann den großen Internet-Blackout? Ja? Oder Elektrizitäts-Blackout? Oder bricht das Finanzsystem zusammen? Und da gibt es natürlich sofort Firmen, die sagen, wir haben die Lösung, das kostet nur ein bisschen was. Aber diese Lösung, die sammeln irrsinnig viel Informationen über jeden von uns, wahrscheinlich bis hin zum Wackeln ihrer Maus, weil das nämlich über sie verrät, wer sie sind, und wahrscheinlich auch die Videokamera im Computer. All das wird letzten Endes verwendet, denn man sagt, ja, wir können die Cyberkriminalität nicht so explodieren lassen, wir müssen was dagegen tun, deswegen brauchen wir noch mehr Informationen, dann reicht das aber auch nicht. Dann muss man schließlich anfangen zu zensieren, nicht nur in China, sondern auch in Deutschland und anderswo. Und plötzlich gerät man da in eine Abwärtsspirale und die Demokratie selber steht in Frage. Insofern möchte ich an Benjamin Franklins Zitat erinnern: Jede Gesellschaft, die ein bisschen Freiheit aufzugeben bereit ist für ein bisschen mehr Sicherheit, verdient keins von beiden und wird beides am Ende verlieren. Und in der Tat ist es so, mir sagte einer von diesen künstlichen Intelligenz-Gurus vor zwei oder drei Jahren, 2036 werden wir alle Probleme lösen können mit Superintelligenz, außer zwei. Und das eine ist Klimawandel und das andere ist Cybersecurity. Und ich sage Ihnen auch, warum. Es gibt keine endgültige Lösung für Cybersecurity-Probleme. Das ist natürlich ein Wettrüsten. Ja? Deswegen, wie hat es die Natur gelöst? Unser Körper wird jeden Tag von tausenden verschiedenen Bakterien- und Virenarten angegriffen. Trotzdem leben wir an die 100 Jahre. Wie macht das unser Körper? Mit einem Immunsystem, was dezentral organisiert ist. Im Unterschied zu unserem zentralen Nervensystem. Warum? Eine Zentrale ist immer angreifbar und wenn sie letzten Endes beschädigt ist oder funktionsunfähig, dann funktioniert nichts mehr. Dezentralität macht also ein System robuster. Deswegen brauchen wir einen neuen Denkansatz. Ja? Wie gesagt, wir schreiten in ein neues Zeitalter. Vieles wird sich verändern. Heutzutage lösen wir die Probleme durch Optimierung, Planung, Regulierung. In Zukunft werden die Erfolgsprinzipien viel stärker sein. Co-Kreation, Koordination, Kooperation, Co-Evolution, kollektive Intelligenz, kombinatorische Innovation. Das heißt, wir müssen umdenken lernen. Ja? Wir sind zwar jetzt in einem Zeitalter, wo wir datenbasierte Entscheidungen treffen können, aber das Datenvolumen wächst schneller an als die Prozessorleistung. Das heißt, der Prozentsatz der Daten, die wir nicht anschauen können, wächst immer mehr. Wir müssen immer besser wissen, welche Daten wir eigentlich anschauen müssen. Und die Systemkomplexität wächst noch viel schneller, indem wir nämlich die Welt vernetzen. Und dadurch entsteht die paradoxe Situation, dass die Top-Down-Kontrolle immer weniger funktioniert, obwohl wir die beste Technologie und mehr Daten haben denn je. Die Vernetzung ist also das Problem.
Und das führt dazu, dass wir komplexe Systeme haben, in denen, zurück bitte, die gewünschten Effekte nicht immer auftreten, sondern wo häufig Nebenwirkungen auftreten, Feedback-Effekte oder Kaskadeneffekte. Und das müssen wir verstehen lernen. Das braucht andere Organisationsformen. Weiter. Also insbesondere zeichnen komplexe Systeme das Problem aus, dass man die Zukunft oft nicht gut voraussagen kann. Sie sind auch nicht gut steuerbar. Und das sieht man daran, dass zum Teil Dinge passieren, die keiner will. Man spricht da von systemischer Instabilität. In diesem Fall ist es ein Stau. Ja? Also selbst wenn Sie in die Köpfe dieser Leute reinschauen könnten, könnten Sie das nicht vermeiden. Das Problem ist die Interaktion zwischen den Fahrzeugen. Dann gibt es, was es noch schlimmer macht, Kaskadeneffekte. Das heißt, eine kleine Veränderung im System kann letzten Endes andere Systembereiche betreffen und im Laufe der Zeit alles durcheinander bringen. Und das ist jetzt ein schönes Experiment für ein regnerisches Wochenende, aber leider Gottes passieren diese Dinge auch in Realität. Finanzkrise zum Beispiel, Lehman Brothers ging pleite und plötzlich gingen Hunderte von Banken pleite. Ja? Hat Hunderte von Milliarden gekostet. Alleine dieser Kaskadeneffekt, den muss man also stoppen können. Ähnliches findet man in Elektrizitätsnetzwerken, Blackout. Also in Spanien fing es an, in Deutschland geht das Licht aus. Ja? Das ist also ganz erstaunlich. Das heißt, da werden Angriffe möglich, wo man gar nicht ahnt, wie die enden werden. Und in solchen komplexen Systemen brauchen wir ein völlig neues Denken. Ja, wir können die Probleme nicht mit demselben Denken lösen, das sie verursacht hat. Und Obama hat damals noch gesagt, ja, wir müssen unsere Gesellschaft neu erfinden im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Also es geht hier letzten Endes um eine Neugestaltung von der Gesellschaft selber. Wir müssen das ökonomische und gesellschaftliche Rahmenwerk anpassen und diese Arbeit zum Beispiel spricht darüber, wie man das tun kann. Wir müssen eigentlich Demokratie und Kapitalismus digital upgraden und die Spielregeln in diesem neuen System werden sich ändern, werden sie in diesem Artikel ausgeführt. Das funktioniert immer noch nicht gut. So, wie können wir eine Gesellschaft widerstandsfähiger machen? Es werden sicherlich in Zukunft Dinge passieren, die wir nicht vorhersagen können, die wir nicht erwartet haben. Wir müssen darauf reagieren können. Wir müssen uns schnell erholen können davon, flexibel anpassen können. Wir müssen aufs nächste Level kommen. Und das hat bestimmte Implikationen, nämlich es braucht letzten Endes eine dezentrale Organisation und es braucht Diversität. Und das heißt, das ist genau das Gegenteil von einer zentralen Überwachung und Steuerung. Das führt im Grunde genommen zu einem neuen Globalisierungsparadigma, wo man zwar global denkt, aber lokal handelt und divers und angepasst, wo man experimentiert und voneinander lernt. Und ich will dann nachher von den Städteolympiaden sprechen. Da zeige ich Ihnen dann, wie das aussehen könnte in Zukunft. Die Demokratie müssen wir upgraden. Es geht darum, tatsächlich das Wissen und die Ideen von vielen miteinander zu vernetzen und das meiste daraus zu holen. Und was heißt nun digitale Demokratie? Man muss Plattformen bauen, auf denen die Argumente gesammelt werden, die eine Rolle spielen für ein Thema, was die Menschen betrifft. Und diese Argumente müssen dann strukturiert werden. Dass man verschiedene Perspektiven auf ein komplexes Problem bekommt, da konnte auch künstliche Intelligenz helfen, diesen Wust an Argumenten zu ordnen. Und wenn man dann die Perspektiven identifiziert hat, muss man eigentlich die maßgeblichen Vertreter dieser Perspektiven an einen runden Tisch einladen. Deren Aufgabe wäre es dann, durch Deliberation innovative, integrierte Lösungen zu finden. Denn es stellt sich heraus, bei komplexen Problemen ist nicht die beste Einzellösung
die beste Lösung zum Problem, sondern die Kombination von mehreren Lösungen kann viel besser sein. Also hier geht es nicht um Mehrheiten, hier geht es um Integration von Wissen und von Ideen, und dafür braucht es eben bessere Plattformen. Citizen Science kann in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen. Es gibt ja ein neues Zentrum an UZH und ETH. Das wird nämlich mehr Innovationskapazität schaffen, mehr Ideen an Bord holen und auch mehr Forschungskapazität erzeugen. Und wird also sozusagen die Kraft der Zivilgesellschaft mit an Bord geholt. Und einfach ein bisschen klicken. Und das funktioniert so im Grunde genommen wie dieses Antennenfeld. Also viele kleine Antennen sind zusammen eigentlich besser als eine riesige Antenne. Und hier ist ein schönes Anwendungsbeispiel. Man kann also mit den Fotos, die geschossen werden von Touristen, letzten Endes eine Stadt dreidimensional rekonstruieren. Das ist die Bau vom Crowdsourcing. Könnte man auch natürlich für Katastrophenresilienz nutzen. Kommen wir darauf noch zurück. Das Weiße Haus hat deswegen auch eben Citizen Science gepusht und Open Innovation. Und nochmal bitte. Und das sollten wir hier natürlich auch tun. Also wenn der damalige Präsident sich hier eingeschaltet hat, dann weiß er schon, dass das große Wichtig hat. Er wollte eine Nation of Makers bauen. Das heißt, die Bürger befähigen, Bastler zu sein, die in der Lage sind, selber Dinge zu bauen. Und das ist der Makerspace in Amsterdam. Historisches Gebäude. Da sind schon früher spektakuläre Dinge passiert. Sie kennen sicherlich dieses Bild. Es ging da nämlich um das Sezieren. Genau. Also dort wurde zugeschaut, wie man entdeckt hat, wie der menschliche Körper funktioniert. Und heutzutage geschieht dort etwas anderes. Dort baut man das Fairphone. Das wurde dort erfunden. Und das Prinzip ist, dass man da reinschauen können muss, dass man es anpassen können muss, dass man es reparieren können muss, dass man da mitbasteln können muss. Das macht dort dieses Makerspace. Ja? Also da lernt man voneinander, dort gibt es Open Innovation und inzwischen existieren hunderte von solchen Fab Labs um die Welt herum. Das braucht man meiner Meinung nach auch für die Krisenresilienz. Vor allen Dingen empfehle ich hier energieautonome Fab Labs. Dann kann man nämlich Werkzeuge auch in der Katastrophensituationen bauen. Kommen wir zur Wirtschaft. Jeder will heutzutage natürlich ein Silicon Valley bauen. Das sind unsere Konkurrenten. Es ist aber nicht so einfach, sondern die größten IT-Companies, die sind nicht in Europa. Auch die größten Software-Companies und Internet-Companies nicht. Und nochmal weiter. Wir versuchen also jetzt mit einigen Jahren Verspätung im Grunde genommen dieses exponentielle Wachstum nachzumachen. Und selbst wenn wir genauso viel Venture-Kapital hätten und genauso viele gut ausgebildete, kluge, motivierte, hart arbeitende Leute wie im Silicon Valley und die gleiche Beschleunigung zustande bekämen, was man vielleicht bezweifeln kann, dann wäre es immer noch so, dass der Abstand immer größer würde. Das heißt, wir würden den Eindruck haben, wir machen einen großen Fortschritt, aber in Wirklichkeit fallen wir immer noch weiter zurück. Das wären verschwendete Milliarden. Es braucht also einen völlig neuen Ansatz, vorwärts bitte zwei, nämlich ein Wachstumsgesetz, was schneller ist als exponentiell. Und das ist kombinatorisches Wachstum. Das heißt, es erfordert genügend Offenheit, es erfordert Interoperabilität. Das erfordert, dass wir die Menschen, die KMUs befähigen, mitzuwirken an diesem Prozess. Und dazu müssen wir dieses Kleingärtchendenken überwinden und stattdessen lernen, größere Kuchen zu backen. Das heißt, in der materiellen Welt, da ist es so, dass die Ressourcen begrenzt sind, dass wir uns quasi die begrenzten Kuchenstückchen schlagen müssen. Das ist aber nicht so in der neuen digitalen Wirtschaft. Dort wird Wert erzeugt durch Co-Kreation. Teilen von Informationen macht diese Information oft wertvoller.
Und die Ressourcen sind praktisch unbegrenzt im digitalen Bereich. Ja? Das heißt, wir können auch teilen. Teilen produziert doppelte Freude sozusagen. Also wir sollten sicherstellen, dass wir mehr Daten allen zur Verfügung stellen. Und stattdessen ist aber etwas anderes passiert. Und zwar genau das, wovon Larry Page gewarnt hat. Ja? Der hat kritisiert die europäischen Telekommunikationsunternehmen, die gesagt haben, wir brauchen Zugang zu den Daten unserer Nutzer, damit wir genau sagen können, was sie tun, und die passende Werbung schalten. Page, Larry Page hat sie für verrückt erklärt. Und trotzdem sind quasi diese Daten von uns Kunden, von verschiedenen Unternehmen einfach genommen worden, sind verkauft worden für viele Hunderte von Millionen. Und was haben wir dafür bekommen? Noch penetrantere Werbung und sonst eigentlich nichts. Ja? Das kann es nicht sein. Wenn Sie diesen Artikel durchlesen, dann sehen Sie, dass es ein riesiges Problem ist. Die Bürger wissen nicht davon, was passiert ist. Sie haben Erwartungen dafür, was sie für ihre Daten bekommen. Die Preise wären hoch. Und das heißt, hier klafft im Grunde genommen das, was die Wirtschaft tut und was die Bevölkerung erwartet, meilenweit auseinander. Und das muss man reparieren aus meiner Sicht. Deswegen sollte man diese Daten, die gesammelt und zusammengeführt worden sind, öffnen als Swiss Data Lake, an dem auch KMUs und Wissenschaft beteiligt sein können, sodass alle einen Nutzen davon haben. Natürlich kann man nicht einfach alle Daten open schalten, ja? Dazu sind sie zu sensitiv. Aber man kann das War Room-Konzept, das wir heutzutage haben, im Grunde genommen öffnen, dahingehend, dass man mehr Transparenz hat, ein demokratisches Rahmenwerk für die Nutzung dieser Daten, Wissenschaftlerteams, die interdisziplinär sind, ethische Experten und einen multiperspektivischen Ansatz und einen partizipativen Ansatz. Das nennen wir Peace Rooms im Unterschied zu War Rooms. Und genau das, denke ich, sollte man tun. Wir versuchen jetzt einen ersten in Den Haag aufzubauen. Und außerdem brauchen wir Personal Data Stores, die sicherstellen, dass wir wieder als Bürgerinnen und Bürger die Kontrolle über unsere Daten zurückgewinnen. Das heißt, Daten würden weiterhin gesammelt wie bisher, aber sie würden geschickt in ein Datenpostfach und dort würde sie von Ihnen verwaltet. Sie würden also sagen, welche Daten für was verwendet werden dürfen. Und in Zukunft hätten wir hoffentlich ein künstliches Intelligenzsystem, was in unserem Auftrag so handelt, wie wir das machen würden, dass wir dann nicht stundenlang Daten administrieren. Das muss man meiner Meinung nach machen. Wir kommen aber in eine völlig neue Welt und die funktioniert nach dem Prinzip der Selbstorganisation. Ja? Die Vogelschwärme sind nämlich nicht kristallin zentral organisiert, sondern die funktionieren ganz faszinierend auf der Basis von Selbstorganisation. Ja? Im Unterschied zu dem, was Richard Thaler behauptet. Und wir müssen wegkommen von einer Welt, die überreguliert ist, hin zu einer Welt, die unterstützt, die die Selbstorganisation unterstützt. Vielleicht können wir das Video abspielen, das lief vorher noch. Das ist nämlich hoch faszinierend, da muss eigentlich gar keiner anhalten an dieser Kreuzung. Und der Grund ist, dass diese Kreuzung eine spezielle Struktur hat. Da gibt es nämlich eine Einbahnstraße vorne und hinten eine Einbahnstraße und dazwischen gibt es einen Puffer. Und auf diese Art und Weise kann man seine Geschwindigkeit anpassen. So, dann wollen wir natürlich eine digitale Version davon, das kann man dann mit DAOs organisieren, dezentrale autonome Organisation. Das Internet der Dinge spielt da eine große Rolle und das kann helfen, dass wir jetzt endlich die sogenannte unsichtbare Hand zum Funktionieren bringen können. Ja? Also die Selbstorganisation in komplexen Systemen kann man nutzen, um Ziele zu erreichen. Das braucht nur die richtigen Interaktionen im System. Jetzt sehen Sie natürlich diesen Stau, den wollen wir nicht haben. Wenn man aber die Interaktion mit autonomen Fahrzeugen verändert,
also den Fahrstil, dann kann man tatsächlich diese Stop-and-Go-Wellen loswerden. Und das braucht Echtzeitdaten und Echtzeitfeedback und das braucht natürlich Plattformen, die es ermöglichen. Das Ganze funktioniert auch in Innenstädten. Da haben wir eine selbstorganisierende Ampelsteuerung erfunden, wo die Verkehrsströme die Ampeln steuern, statt umgekehrt, wo sie benachbarte Kreuzungen koordinieren. Das funktioniert viel besser, als was wir heute haben mit den Verkehrsleitzentralen, weil es nämlich flexibler reagiert auf die tatsächlichen Bedürfnisse, also weniger Wartezeiten für alle und es ist auch gut für die Umwelt. Ähnliches können wir tun eigentlich in der Gesellschaft. Digitale Assistenten können uns helfen, und Self-Governance zu unterstützen. Dafür braucht es eben Assistenten, die in unserem Auftrag handeln, die uns helfen, bewusst zu werden, was unsere Situation ist, die uns unterstützen in unseren Interaktionen mit anderen und die im Grunde genommen die diverse Welt passfähig miteinander macht. Und das ist besonders interessant natürlich im Zusammenhang mit Katastrophen, ja, wo wir erst einmal auf uns selber gestellt sind, wo vielleicht das Elektrizitätsnetzwerk zusammengebrochen ist, das Kommunikationsnetzwerk, vielleicht auch die Geldautomaten nicht mehr funktionieren. Und wir hatten da einen Workshop in San Francisco zu Erdbebenresilienz. Es kamen 90 Leute zu dem Hackathon. Und die kam mit allen möglichen Ideen daher. Also zunächst einmal kann man die Smartphones benutzen, um die Erdbeben zu erkennen und auch um Freunde, Bekannte, Verwandte zu warnen. Aber dann gibt es auch Tools, die einem in dieser Situation helfen. Ja, zum Beispiel Amigo Cloud konnte man nutzen, um beschädigte Brücken und Infrastruktur zu dokumentieren, das direkt hochzuladen. Ähnlich UN-OCHA natürlich. Vorteil ist, jeder hat sofort die Übersicht, was die Lage ist. Rotes Kreuz, Militär, aber auch die Nachbarn wissen, wie es wo aussieht, was getan werden muss, wo die Ressourcen am besten eingesetzt werden. Aber irgendwann ist es natürlich so, dass der Strom aus ist auf dem Handy. Ja? Das heißt, es braucht autonome Stationen, um diese Handys wieder aufzuladen mit Solarpanels, Charge Beacon war das Konzept. Es braucht eine Sharing Economy, wo die Leute sich gegenseitig helfen können, die also Notleidende und Hilfeleistende zusammenbringt und es braucht natürlich ein Kommunikationsnetzwerk, das auch funktioniert, wenn die normale Infrastruktur nicht mehr einsatzbereit ist. Da sprechen wir von Ad-Hoc-Netzwerken, wo die Smartphones sich untereinander verlinken und auf diese Art und Weise eine Kommunikationsbandbreite aufbauen. Und ähnlich bräuchten wir natürlich auch ein dezentrales Zahlungssystem, um überhaupt wirtschaftliche Aktivitäten aufrechterhalten zu können. Das wäre also maximale Unverwundbarkeit. Systeme, die uns selber helfen, uns zu helfen und anderen in der Nachbarschaft zu helfen. Und der Staat muss sich dann nur noch um den Rest kümmern. Ja? Gerade in den ersten 72 Stunden ist es besonders wichtig. Das sind die 72 Stunden, wo die meisten Leute sterben, aber der Staat noch nicht voll einsatzbereit ist. Finanzsystem 4.0. Ich sagte schon, das ist unser Survival-Tool der Zukunft, enthält jede Menge Sensoren. Also es ist ein Messgerät. Mit diesem Messgerät kann man natürlich viel besser im Grunde genommen sehen, was in der Welt passiert, während uns das Internet immer mehr austrickst. Also braucht man im Grunde genommen ein neues Informationssystem, das uns informiert. Wir können es nutzen, um die Auswirkungen unseres Handelns auf die Welt um uns herum zu messen und uns Feedback zu geben. Und eigentlich brauchen wir in Zukunft gar nicht mehr diese Hunderttausende von Gesetzen und Regulierungen, die wir heutzutage haben. Das Einzige, worauf es doch drauf ankommt, ist, dass wir uns gegenseitig nicht schaden und dass wir der Umwelt nicht schaden. Also muss man den Schaden und den Nutzen messen. Das kann man mit dem Internet der Dinge jetzt machen. Und man muss dann im Grunde genommen so eine Art künstlichen Widerstand einbauen, wenn die Gefahr besteht, dass wir Schaden verursachen könnten. Und das kann man tatsächlich tun. Da geht es um positive und negative
Feedbacks, Anreizsysteme, die müssen multidimensional sein in einer komplexen Welt. Mit Geld alleine kann man eine komplexe Welt nicht steuern. Es braucht also multidimensionale Steuervariablen, und sowas kann man mit Blockchain-Technologie im Grunde genommen jetzt umsetzen. Vorteil ist, man kann neue Marktkräfte erzeugen im System. Man kann also bewirken, dass was heutzutage Abfall ist, eine Wiederverwertung anlockt. Wir können die Werte unserer Demokratie in das Finanz- und Wirtschaftssystem einbauen und belohnen, wenn man umweltfreundlich produziert oder sozialverträglich, und auf diese Art und Weise das Wegwerfen dieser 50 Tonnen Müll, was wir heute haben und natürlich die Welt nicht nachhaltig macht, das können wir überwinden, indem wir eine Kreislaufwirtschaft jetzt auf diese Art und Weise auf den Weg bringen und eine Sharing Economy. Das muss das Ziel sein, weil viele dieser Probleme, die wir haben, hängt eben mit der mangelnden Nachhaltigkeit zusammen. So, und wie können wir jetzt diese Transformation, die vor uns liegt, innerhalb der vorhandenen Zeit über die Bühne bringen? 50% der Tätigkeiten, sagen viele, werden durch die Digitalisierung sich ändern. 50% der 50% des CO2 muss eingespart werden. Das heißt, die halbe Volkswirtschaft muss umgebaut werden und wir müssen wesentlich schneller innovieren können. Und hier ist die Idee. Heutzutage pumpen wir viele Milliarden jeden Monat in das Finanzsystem hinein. Stichwort Quantitative Easing. Dieses Geld kommt eigentlich nie bei uns an, sondern nur bei ganz wenigen. Das könnten wir eigentlich auch überweisen auf die Konten von den Bürgerinnen und Bürgern, aber nicht für ihren Konsum, ja, im Unterschied zum Grundeinkommen, sondern das müsste verteilt werden, Crowdfunding für alle, verteilt werden an Leute mit guten Ideen, mit Engagement für soziale und Umweltfragen, für Nachbarschaftsprojekte, und auf diese Art und Weise würde das Geld bottom-up eingespeist und die Weisheit der vielen würde mobilisiert, die Zivilgesellschaft könnte mit einbezogen werden in den Umbau und die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. So, und ich glaube, so können wir tatsächlich die Weltprobleme angehen und die Herausforderungen, die wir bis 2030 und den Jahren darauf bewältigen wollen, auch tatsächlich mit wesentlich mehr Mut angehen. Wer soll es nun finanzieren? Wer soll es machen? Im Grunde genommen kann ich mir vorstellen, dass die Zivilverteidigung hier einen großen Beitrag macht und die wirtschaftliche Landesversorgung natürlich. Wir erleben im Moment so eine Art Sputnik-Schock, aber denken Sie daran, es geht nicht nur um die Souveränität des Staates, sondern auch die Souveränität der Unternehmen und die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen natürlich die Ressourcen nutzen, die wir hier in Europa haben. Denkt unter anderem an die Telekommunikationsunternehmen, auch Nokia, Infineon und Estland. Ich würde nicht empfehlen, das Modell Israel zu kopieren, denn das ist natürlich ein Modell, was im ständigen Kriegszustand sich befindet. Ergänzend diese Idee mit den City Olympics. Städte haben heutzutage 50% der Einwohner der Welt, werden 70% sein in 20 Jahren. Das können also Agents of Change sein. Die können einen Beitrag leisten zur Erreichung der globalen Ziele. Man könnte also regelmäßig Wettbewerbe machen, indem man versucht, die Weltprobleme mit innovativen Lösungen anzugehen. Das heißt, klimaschonende, energiesparende, resiliente, nachhaltige, friedensorientierte Lösungen werden verschiedene Disziplinen dieser Olympiade. Die Regionen werden mit einbezogen, das heißt, ich spreche eigentlich von Kantonen hier sozusagen. Und es gibt verschiedene Gewichtsklassen, Kleinstädte, Großstädte und so weiter. Es gibt verschiedene Interessengruppen. Und ich glaube, ein solcher freundlicher Wettbewerb mit Ideenaustausch hinterher, die Lösungen wären Open Source und Creative Commons, das würde uns tatsächlich sehr schnell voranbringen. Das heißt, neben Nationalstaaten und multinationalen Unternehmen können auch Regionen eine viel größere Rolle spielen,
um im Sinne der Koevolution die Herausforderungen anzugehen. So, stehen Sie natürlich vor schwierigen Entscheidungen. Gehen Sie nicht immer davon aus, dass die Unternehmen alleine die Weltprobleme lösen können. Die müssen natürlich vor allen Dingen Geld verdienen. Und ich glaube, wir brauchen heutzutage wirklich alternative Modelle, mit denen wir vorankommen. Und es geht hier um die Zukunft der Menschheit, um nichts anderes. Ein Artikel vor kurzem, unsere Nachfahren werden Maschinen sein. Wollen wir wirklich eine Gesellschaft für Maschinen bauen oder wollen wir eine Gesellschaft für Menschen bauen? Wir leben in einer marktkonformen Demokratie, die technologiegetrieben ist. Wir müssen hinkommen zu einer Gesellschaft, in der die Wirtschaft der Gesellschaft dient, ihre Ziele zu erreichen, die Technologie das Mittel ist, um dahin zu kommen. Ich hoffe, wir schaffen das gemeinsam. Vielen Dank. Thank you.